Neuer Tag, neue Arbeit oder so ähnlich. Ja, wir sind genau am Anfang des Tages und wir wollten heute nach dem Stein gucken. Bei den beiden Steinen da unten. Wir wollten ein paar Grassohlen abbauen. Ja, ich habe mich da die letzten Mal ein wenig verhaspelt. Denn, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, es ist schwierig zu kommentieren und dabei einigermaßen ordentlich zu spielen. Aber ja, wir wollen die Grassohlen holen. Wir wollen immer schön den Dünger mitnehmen. Und möglichst einen Goldbrocken hier rausholen. Auch wenn das Zufall ist. Aber Zufall ist nicht auf unserer Seite. Da ist noch einer und ich könnte schwören. Genau, da war noch ein Fitzelchen. Vielleicht ist das hier auch ein Stein. Und wo ich seinen Bart gerade so sehe, wir wollten auch endlich den Rasierer erforschen. Das können wir gleich mal machen. Erstmal drehen. Eins, zweimal drehen. Und eins, zweimal drehen. Jetzt alles wieder richtig rum. Und wir haben noch einen Stein, wo Gold drin sein könnte. Sonst müssen wir weiter die Insel erkunden. Was ein... Oh, zwei Brockensteine. Ha, doch. Der Zufallsgenerator ist uns wohl gesonnen. Komm schon. Gold. Nö. Ha. Okay, ein, zwei Stöckchen mitnehmen. Die werden auch langsam weniger. Sollte ich auch ein paar von ausbuddeln, um sie zu unserer Farm zu bringen. Und da ist gleich noch ein Stein. Sehr schön. Tang, 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 tang. Kann wieder nichts sehen. Schon wieder kein Gold. Wir müssen echt den Schweinekönig wiederfinden. Der war dafür ja echt praktisch. Und auch kein Gold. Ja, dafür ist da unten noch ein Stein. Irgendwo da, genau. Ting, ting. Ach ja, stimmt. Es gab doch ein, zwei Kommentare und auch ein, zwei private Nachrichten, dass ich doch einfach den Cursor gedrückt halten könnte. Und danke für den Tipp. Ich habe mich ja, wie ihr gerade auch hören konntet, immer wüst verklickt, um da schnell voranzukommen. Aber einfach draufhalten reicht wohl auch. Das heißt, beim nächsten Stein probieren wir das einfach mal aus. Bei den Bäumen müsste es genauso gehen, also bei allen Sachen, die man abbaut. Und das ist schon mal eine nette Lösung. So, hier ist aber kein Stein mehr. Gut, stellen halt nach oben. Und Grasbüschel, sehr schön. Den nehmen wir mit. Haben wir auch gerade noch Platz für. Oh, eine Mandrake. Das ist eine Alraune. Oh. Oh. Was? Zur. Das war jetzt komisch. Die ist irgendwie tot umgefallen. So, als wenn es leben würde. Na gut, dann essen wir mal dieses Blütenblatt da und nehmen die Mandrake mit. Die könnten wir essen. Aber Alraunen allgemein sind giftig. Also in Real Life und in den meisten Spielen. Jedenfalls, soweit ich weiß. Sollten wir also vielleicht nicht machen. Aber es ist bestimmt eine wichtige alchemistische Reagenz. Auch wenn wir noch nicht wirklich Tränke oder so brauen können. Aber das kommt ja vielleicht noch. Was recht schick wäre. Denn wir sind ja ein Forscher. Und da gehört Alchemie bzw. Chemie mit zu. Nicht nur Sachen in einen komischen Apparat schmeißen und dafür Forschungspunkte bekommen. So, da war ein Grabstein. Ich hätte gerne einen normalen Stein. Genau so einen. Und einfach nur gedrückt halten. Ting, ting, ting. So, gleich wesentlich angenehmer. Ich frage mich, ob das bei Angriffen auch funktioniert. Oder ob man, wenn man einzeln klickt, schneller angreift. Ja. Das könnte man testen. Muss man aber nicht unbedingt. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal Hasen jagen. Dass ich eben so ein halbes Auge da drauf habe. Obwohl die ja eh nur einen Schlag brauchen. Okay, dann vielleicht bei der Spinnenjagd. Das wollten wir auch noch veranstalten, sobald wir genug Gras haben. Und die Spinnen verursachen nicht allzu viel Schaden. Zumal wir eh noch unsere Rüstung hier haben. Und das ist wieder ein Grab. Kein Stein mehr. Ihr wollt mich doch echt ärgern. Ich brauche nur noch einen Goldklumpen. Da, na also. Drückt Daumen.
Und ja, sehr schön. Nach 5 riesigen Steinen, die wir abgebaut haben, haben wir auch endlich mal Gold gefunden. Das heißt, zurück zum Basislager. Es wird hier auch gleich dunkel. Wir sollten auch jetzt schon mal zwischendurch was essen, damit ich es nachher nicht vergesse. So. Und noch ein paar Stöcke mitnehmen. So, dich auch noch. Die Beerenbüsche. Oh, die nehme ich noch mit. Oh ja, die Beerenbüsche sollten wir auch noch einsammeln. Und so ziemlich alles, was wir können. Denn momentan haben wir echt keinen Stress. Wir haben jede Menge neue Flints gefunden. Also neue Zundersteine. Um Werkzeug herzustellen. Wir haben auch genug Essen. Dank dem kleinen Feuer. Aber jetzt sollte ich erstmal ganz schnell das Feuer anmachen. Genau dich. 1, 2, 3, 4, 5. So, was haben wir da? Irgendwas zu essen ist fertig geworden. Erstmal. Was machen wir erstmal? Ich hätte gerne eine zweite Truhe. Wir wollten aber auch die Grassohlen einpflanzen. Und zwar möglichst verstreut, damit da nicht aus Versehen irgendwas ausbricht. Genau. Verteile ich einfach über die ganze Fläche hier, die so gelb unterlegt ist. Also der Heuboden. Oh, die nehmen wir auch noch mit. So, schnell ins Licht. Schnell ins Licht. So, gegessen haben wir gerade, aber ein bisschen passt noch rein. So. Hier haben die Samen. Die sollten wir auch bewahren fürs neue Anpflanzen. Wir haben jede Menge Dünger. Muss da irgendwas gedüngt werden? Also im Notfall können wir einfach direkt auf die Pflanzen werfen. Ich glaube, das mache ich auch mal hier. 1, 2 und wir können sie schon abbauen. Einmal eine Karotte. Und ein Maiskolben. Ja, mal was anderes. Die Karotte können wir nicht auf den Boden legen, dann wird sie gleich geklaut. Und hier ist kein Platz drin. Ja. Wir haben schon sehr viele Steine. Ah, Steine, da war auch was. Stimmt, die geschliffenen Steine wollten wir noch herstellen für irgendwas anderes, was wir erforschen wollten. Aber schön nacheinander. Erstmal wollte ich den Rasierer bauen. An die Maschine ran. Hammer, Razor. Oh, braucht doch 50 Forschungspunkte. Das heißt, 4 fehlen noch. Dann werfen wir doch mal testweise die Allraune da rein. Wir haben jetzt 46. Oh, 146. Die bringt mir eben 100 Punkte. Sehr schön. Was mich vermuten lässt, dass die Grassohlen doch kein Bug sind. Weil es ist ja eine nachwachsende Ressource, die man auch ziemlich häufig braucht. Und wenn man die für Forschung verballert, dann hat man später Probleme. Und es gibt halt wesentlich mehr Gegenstände, die auch mehr Punkte bringen. Wie zum Beispiel die Alraune gerade. Aber ja, wir wollen den Razor. Und den würden wir gerne herstellen. So, rechte Maustaste rasieren. Zack. Okay, Haare. Dafür lassen wir liegen 2 Samen. So, wir haben jetzt 3 Stück Haare. Ich habe sie mit meinem Gesicht gemacht. Okay. Gucken wir, wie viele Forschungspunkte die bringen. 70, so um den Dreh. Quatsch, 30 meine ich. Können wir die... Können wir auch verbrennen? Können wir die irgendwie anpflanzen? Das wäre doch mal lustig. Auch wenn es den irgendwie an einen Terry Pratchett-Roman erinnert. Wenn wir unseren Bart einpflanzen könnten. Nö, können wir nicht. Also sind die wohl nur für Forschungspunkte da? In Anführungszeichen nur. Ist ja doch recht praktisch. Also wir haben jetzt 101. Oh. Nur 5? Habe ich mich eben gerade so sehr verzählt? Na, komisch. Na gut, wir essen die Karotte. Und hacken ein wenig Holz, denn ich will unbedingt eine zweite und eventuell dritte Kiste haben. Und wenn ich die ganze Zeit nur quatsche und drüber nachdenke, was mein Bart so machen könnte, dann kommen wir nicht voran.
und wir wollen vorankommen. Wir wollen eine richtig schöne Farm zum Laufen kriegen und uns dann nach und nach vorbereiten, durch den Sumpf zu kommen, weil wir halt irgendwann doch wieder Steine brauchen werden. Zwar nicht in absehbarer Zukunft, aber so mittel- bis langfristig. So, du kommst mit. Es kommt alles mit. Auch die Tannenzapfen. Nur für den Fall, dass die Vögel das klauen. So. Das ist zwar, glaube ich, nicht die maximale Größe. Guck mal, wie viel hier rauskommt. Hier kommt nur 2 Stämme raus und 1 Pinecone. Nee, definitiv nicht die maximale Größe. Die hier müssten sehr groß sein. Jo, dauern gleich viel länger. Und kein Holz. Kein Platz. Ja, dann gehen wir doch mal ins Lager. Schmeißen unsere Haare nicht so nah ans Feuer. Hier hin. Ich denke mal nicht, dass irgendjemand sie fressen wird. Und bauen ein paar Bretter. 1, 2, 3. Die brennen definitiv. Also schön weit weg. Und uns fehlen nur noch 4 Holzblöcke, um eine zweite Kiste zu bauen. Nee, nicht den hauen, den da hauen. Chop, 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 chop. Und ich sehe gerade, wir sind schon bei Tag 16. Das müsste Rekord sein. Ich glaube, das eine Leben war bis Tag 8 und das andere war viel zu schnell vorbei. Also ja, wir sind guter Dinge. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was der Strohhut macht. Aber Schaden tut er bestimmt nicht. Ah! Entschuldigung. Bin eigentlich nicht so ein Fan davon, laut zu schreien. Aber das hat mich jetzt überrascht. Speer in die Hand. Ich halte mal gedrückt. Also gedrückt halten funktioniert auch beim Angreifen. Aber das scheint langsamer zu sein. Ich greife mal... Kann ich um dich rumlaufen? Ja, könnte ich wohl. Aber ich glaube, ich habe eine viel bessere Idee. Zing. Das ist jetzt kein bisschen gemein oder so. Oh, es klappt gar nicht. Ah, doch, es klappt. Wags. Auch wenn es ein wenig zu nah an meiner Basis war. Und er einfach so weiterläuft. Na gut, Lebenspunkte sind immer noch voll. Also anscheinend... Ah, jetzt zündet er alles an. Nee, komm. Oh, Rüstung ist gleich kaputt. Aber ich will nicht, dass er alles verbrennt. Warum stirbst du nicht? Komischer Baum. Jetzt ist er auch aus. Nee, anzünden nochmal werde ich ihn nicht. Ja, was könnte man mit dem Baum noch machen? Man könnte ihn düngen, aber das wird ihn bestimmt heilen. Ich glaube, ich piekse ihn einfach noch 1-2 Mal. So, Rüstung ist gleich vollkommen kaputt. Können wir schnell eine neue bauen? 4 Seile fehlen. Können wir ganz kurz 4 Seile bauen? Nein. Jetzt ein wenig ärgerlich. Wir könnten ihn immer wieder durch unser Feuer locken. Das ist eine Idee. 1, 2. Ah, dann zündet er hier alles an. Das ist keine gute Idee. Kommt er? Ja, er kommt. Aber er wird immer langsamer. Ich gehe mal ganz an den Rand von unserem Lichtradius. Müsste hier so sein. Und ich höre ihn nicht mehr stampfen. Das heißt, wir könnten jetzt hier warten, bis die Nacht rum ist und dann am Tag das Ganze versuchen. Also ja, ich musste das Feuer anzünden, damit wir überhaupt Licht haben für die Nacht. Aber wenn er da jetzt reinstapfen sollte und dann aus Versehen... Er kommt, scheiße. Und außerdem in die falsche Richtung läuft, zündet er unsere Kiste an, zündet er unsere Felder an. Okay, ein Treffer noch und schnell weglaufen. Oh, das klappt. Ich habe ihn getroffen und gleich wieder weg. Hat er nicht mal die Rüstung bei beschädigt? Man muss nur schnell genug sein. Ha, nimm das, doofer Baumstamm. Hat sinnigerweise jede Menge Holz dabei und einmal Fleisch. Das kochen wir doch gleich. Und essen wir auch. Sehr schön.
Aber das war, ja, das war sehr überraschend. Also anscheinend kann man jedes Mal, wenn man einen Baum abhackt, dabei einen anderen Baum irgendwie erwachen.